eine Geste. Haben wir nochmal Crying Dick für unsere Freunde? Es sind so viele in den Hotelzimmern, die uns sehen. We will not set an artificial time. Dick schießt das Wasser förmlich aus dem Gesicht. Aber ich muss Sie wirklich bitten, wirklich. Am 20. kommt Präsident George W. Bush nach Deutschland und leisten Sie Ihren Beitrag, dass er sich bei uns sicher fühlen kann. Die Aktion Bürger helfen der CIA braucht Ihre Mithilfe. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können. Schauen Sie nicht davor zurück, verdächtig wirkende Individuen nach Waffen zu durchsuchen. Gefahren für den Präsidenten gehen insbesondere von arabisch aussehenden Personen aus. Bedenken Sie jedoch, Terroristen tarnen sich gerne und sehen dann überhaupt nicht arabisch aus. Bürger helfen der CIA mit freundlicher Unterstützung von Gemüse Yilmaz. Frisch und immer günstig. Vorbildlich. Niemand sollte da außerhalb stehen. Ich habe Siemens erwähnt, natürlich, wenn Sie ein Nokia-Handy kaufen wollen oder ein Jabba-Dubba-Handy oder ein Jubilulu und wie sie alle heißen, ja, steht oft nur der neue Chef von Siemens war auch so verunsichert. Schauen Sie, er hat ein Foto gemacht zum Einstieg und da trägt er auf dem Foto links eine schicke Rolex. Ja. Das könnte ich jetzt mal als Werbung sagen, bitte kaufen Sie morgen eine Rolex. Ganz genau. Ja, so das haben auch keine Konkurrenz. Ja. Na, kein. Ja. Gut, man kann vielleicht eine Swatch oder irgendwas, aber eine Rolex. Ja. So? Dann haben die Werbeleute bei ihm gesagt, ach, ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit einer Rolex, mit Hartz IV und so weiter, das retuschieren wir weg. Ja. Schauen Sie, das ist jetzt das Foto, was jetzt rausgekommen ist, ohne Rolex. Offiziell. Finde ich schade, weil ich finde, wer hart gearbeitet hat, warum soll der nicht sagen, meine Uhr, hier ist sie. Finger weg. Ja. Aber es könnte Schule machen. Zum Beispiel unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt hat sensationell tolle Zähne. Ja. Die hat nicht jeder. Es würde mich nicht wundern, um kein Neid aufkommen zu lassen, wenn das Bundesministerium demnächst dieses Foto rausgibt. Wäre verständlich. Mensch. Der Beste von uns allen, Thomas Tommy Gottschalk. Jung, ewig jung. Volles Haupthaar, blond wie nie. Könnte aber noch glaubwürdiger sein eigentlich. Ja, und viele können auch sagen, Mensch, ich gucke den nicht mehr, ich mag Wetten, das nicht mehr, ich habe nicht so schöne Haare. Wenn einfach dieses Foto in Zukunft rausgegeben wird. Das ist das Retuschierte jetzt. Ja. Und ein Mann, der, den wir wirklich... Keep fingers crossed, der steht zurzeit wegen, ich glaube, illegaler Plattenverkäufe in Malibu vor Gericht. Michael Jackson. Könnte sein, wenn der Prozess falsch ausgeht in seinem Sinn, dass demnächst bald wieder dieses Foto in Umlauf ist. So hat er mal angefangen, der Michael. Ja, so ist es. Ja. Meine Damen und Herren, wer von uns ist nicht schwul, pervers, behindert, ein Nazi, eine gequälte Frau, ein geprügelter Mann, hat er einen Herzinfarkt oder hasst seine Verwandten? Mit anderen Worten, wer von uns ist nicht Teil der Lindenstraße? Das war ein Thema, das viele irritiert hat am vergangenen Wochenende, denn Else Kling, Annemarie Wendel, die Schauspielerin, die Else Kling spielt, hat gesagt, sie möchte als Else Kling erschossen werden. Das hier war die Schlagzeile und da gab es Aufregung, aber man muss es ja auch sagen, sie liegt ja damit demografisch ganz weit vorne. Allerdings. Unsere Politiker können das ja nicht in der Öffentlichkeit sagen. Ja, aber es gab ja neulich auch diesen großen Artikel von Enzensberger, es muss ja jetzt sehr weich unseren Senioren mal beigebracht werden. Dass dieser Wunsch irgendwann im Sinn der Enkel, der Rente, des verschuldeten Staatshaushaltes. Heikel. Heikel ist, aber vielleicht auch von einer Unterdrückung weggenommen werden könnte. Da wird es still zurecht, das ist ein ganz heikles Thema. Ja, es stand wirklich in der FAZ, Enzensberger, ja. Der nebenbei noch eine Bibliothek betreibt, hat einen skandinavischen Schriftsteller, der das vor 30 Jahren schon als Vision gemacht hat. Ja? Nicht, dass ich jetzt auf Ideen komme und sage, ich hätte es gemacht. Finger weg von Oma! Ja, ich sage ja nur, das ist hier, Else Kling will erschossen werden. Sofort hat die Lindenstraße reagiert. Und hat gesagt, kommt nicht in Frage. Ob und wie jemand stirbt, das entscheiden immer noch unsere Autoren. So ist es.
Selbstverständlich, wer sonst? Und wir wollen den Autoren nur helfen. Wir haben hier die Lindenstraße, wir sind alle Fans der Lindenstraße, tausendste Sendung letzten Sonntag. Wir haben ein Waffenarsenal, eine gute alte Panzerfaust, einen Sprengsatz für Selbstmordattentäter, eine Knarre, Atombombe, ein Taxi, das man sich durchaus im Tunnel vorstellen kann, ein Schwert, ein gutes altes Telefonkabel, ja. Gift vielleicht für einen Michel Royal, habe ich heute gelesen, Schlagersängerin Michelle, ja, wollte sie mit einem Michel Royal umbringen. Ist vorher noch mal aufs Klo gegangen, weil sie nicht so gefunden werden wollte. Und da wurde sie so schlecht, dass sie zum Glück gerettet werden konnte. Gott sei Dank. Auch ein Hinweis vielleicht, wenn Sie sagen, nein, noch mal vorher aufs Klo und schon sieht die Welt wieder anders aus. So, das ist Else Kling, die man treffen sollte. Und ein weißer Tiger und der berühmte Bus aus der Lindenstraße. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht. Ich finde, für eine Panzerfaust käme eigentlich am besten Olaf, oh ja, der Sohn von Else, in Frage. Ja? Dass er einfach frustriert, weil wieder, er will ja alle Weiber umlegen, die überhaupt nur in der Lindenstraße den Kopf raushalten. Dass er einfach klingelt, Mama, ich hab was für dich. Was ist das für ein Lärm? Eine schöne Sache wäre auch, was heikel wäre, aber was natürlich dramaturgisch unterfüttert werden könnte, wenn Sie hier von Vater Beimer, wie heißt sie? Anna Ziegler. Ja, Anna Ziegler. Anna Ziegler, das wäre Heike, mit Kind und Sprengsatz unterm Pulli, klingelt. Ja, entschuldige mal, Lindenstraße hat immer provoziert, gesellschaftsrelevante Themen angerissen. Ja, verstehst du? Ding dong. Tick, 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 tick. Jo, was wollen Sie? Ja, verstehst du? Wow. Harry könnte eine Atombombe in den Flur werfen. Ja, genau. Das wäre schrullig, das wäre kauzig. Da kommt er auch leicht dran, so eine schmutzige Bombe. Ja, selbstverständlich. Ne? Ja. Und dann haben wir eine Knarre, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen Comeback von Till Schweiger. Ja. Dass der reinkommt und einfach wumm wumm macht. Ja? Wie in Hollywood, denn Till Schweiger hat ja in der Lindenstraße aufgehört oder angefangen? Er hat da angefangen und dann hat er aufgehört und in Hollywood-Karriere gemacht. Eine Möglichkeit wäre, habe ich mir überlegt, dass Carsten Flöter mit einem weißen Tiger kommt. Oh. Weißt du, weil Carsten Flöter auf einer Transenparty in München ein Cocktailglas an den Kopf gekriegt hat und glaubt, er wäre Roy. Ah, sehr gut. Seither. Hey. Ja. Und dann mit einem weißen Tiger rumläuft, ja. Dieser weiße Tiger frisst einfach auf den Weg zu Else Kling Momo. Das ist prinzipiell okay. Oder? Verstehst du? Weg. Ja, so. Und dann macht er auf und klingelt. Und Else sagt aber, mei, ist der lieb. Und freundet sich mit ihm an. Dann kriegt es auch eine neue Wendung. Dann geht Else Kling mit einem weißen Tiger zum Griechen. Essen. Wo sie immer alle essen müssen in der Lindenstraße. Ja, schon klar. Ja. Was haben wir noch? Dr. Dressler könnte vielleicht mit seinem Rolli an ein Taxi ranfahren und sagen, gnädige Frau, wie wäre es mit einem Wochenende in Paris? Ja. Wäre die Möglichkeit für das Team, einen Außendreh zu haben in Paris. Weißt du, so ein EB-Team kostet 1400 Euro, aber der knausrige Geißendörfer soll mal was raus. Ja, oder? Eben. Das ist so kohlegeil, dieser Geißendörfer. Production so. Value. Hätte mir wirklich gewünscht, dass er großzügiger wäre. Ja. Wirklich. Die Möglichkeit wäre natürlich auch, dass Geißendörfer den Bus steuert und versucht, Else Kling beim Putzen zu überfahren. Und dann, kurz bevor es heißt, bleibt der Bus stehen, weil der knausrige Geißendörfer nicht vollgetankt hat. Oh. Okay. Ja. Möglichkeit wäre die AIDS-Witwe. Wie heißt sie? Gabi Zenker, die AIDS-Witwe, weil Benno ist an AIDS gestorben. Ach so, ja. Ganz vor vielen Jahren. So kannst du das nur merken. Das kann ich mir merken, weil ich weiß noch, wie er es ihr gesagt hat, ich hab das AIDS-Virus. Und dann ist er gestorben, indem er einfach die Nachttischlampe ausgeknipst hat. Ja. Also er hat nicht mal mehr einen Michel Royal getrunken, sondern einfach nur noch geknipst. Sie könnte einfach, was haben wir noch für Waffen? Ja, Schwert und Kabel. Ja, Schwert und Kabel. Sie könnte vielleicht versuchen, sie mit so auf eine ganz irre Weise mit Torten zu ersticken oder mit Handy-Klingeltönen tot zu klingeln.
Weißt du? Ja. Ja, na, if you're narrisch. If you're narrisch, na, na. Na, das hören wir lieber der Olaf, der Schlong. Ja? Oder Möglichkeit, und ihr stünde es eigentlich zu, als die Königin der Lindenstraße, dass sie einfach sagt, Frau Kling, Telefon. Und diese alten Menschen wissen ja nicht, dass heute Handy und so weiter gibt. Ja, weißt du? Ja, wer ist es denn? Ganz merkwürdig. Und dann, wenn sie, ja, von hinten und dann. Das wären die Möglichkeiten, die könnten wir Autoren der Lindenstraße bei uns gratis. Mail. Mein Power Station. Auf mein Power Station kommt eine Mail. Ja? Ja, eine Mail, und zwar von Branko Kroatevic aus Paderborn. Hallo, hallo, Harald. Ich war ein Fan der Öffentlich-Rechtlichen, aber jetzt bin ich gegen Sie. Warum bringen Sie keinen Karneval mehr? Früher wurde öfters mal was übertragen, dieses Jahr war noch gar nichts. Das stimmt, dieses Jahr war wenig Karneval im Fernsehen, ja, oder? Zu wenig, ja. Ja, aber, das ist toll, die ARD hat reagiert und wir haben unseren Service für Sie. Das hier sind die Karnevalssendungen ab morgen bis zum Karnevalsdienstag. Die brauchen Sie nicht irgendwie per Faxabruf teuer abzocken sich kommen lassen. Nein, die lese ich Ihnen schnell vor. Ja? So viel Zeit haben wir doch, die Karnevalssendungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ab morgen. Es geht los mit dem Südwestrundfunk, alle hopp. Dann geht's weiter. Weiberfastnacht, närrisches aus Franken, Karneval in Santiago de Cuba, die Stimmungshitparade, Mainz bleibt Mainz, wir singt und lacht, jetzt zur Lache, Karneval in Rio, schon ist der Freitag rum. Ja. Ja, das ist nun wirklich nicht viel. Samstag ist zum Glück mehr. Ossensamstag, Karneval, Günter Eilemanns Gamelle aus Kölle 1, Bohne Beidel, Höhepunkte 98, 99, Höhner, die ersten 30 Jahre. 470 Jahre sind immer noch da. Jugendmastenzug Mainz, Blackfist, Dreigestirnschulung, Duay, Allah von Hellau, 50 Jahre Fernsehfasnacht, einmal närrisch, immer närrisch, mitgemacht und mitgelacht, typisch Köln, Stunksitzung 2005. Da zucket die Tucke im Hessischen Rundfunk. 20 Jahre Stunksitzung, Günter Eilemann, Kamelle aus Kölle, Wiederholung und Wiederholung vom Ossensamstag. Ja. Das ist der Samstag, da müsste das eine oder andere für jemand dabei sein. Am Sonntag wird es ein bisschen mehr. Jetzt zur Lache, 30 Jahre Blackfist. Günter Eilemanns Kamelle aus Kölle Teil 2. Hier tanzt der Bär, Karneval in Braunschweig. Wenn wo Karneval, dann in Braunschweig. Natürlich, oder? Das will man ja sehen. Fastnacht im fröhlichen Weinberg. Kölner Schul- und Fedelszug, Zug der fröhlichen Leute. Frankfurter Fastnacht, Fasching in Radeburg. Umzug Mannheim-Ludwigshafen. In Schleppzig wird gezampert. Missionswerk Rheinischer Frohsinn. Ach du dickes Ei, Bayerisch Schlacht, Frankenhellau. Karneval in Oruro. Bei Arte. Das auf Arte. Ja. Da wird sehr Intro gelacht, glaube ich. Ja? Schönes bleibt, närrisch gut, Höhepunkte. Heute steppt der Adler, schwäbische Fasnacht aus Esslingen, Hessen lacht zur Fasnacht, kölnische hessische Theater, Kornblumenblau vom Frankfurter Fasnachtzug und Wiederholung 74 Jahre immer noch da. Rosenmontag, Alaf in Helau, schönes bleibt, hier tanzt der Bär, Karneval in Berlin. Die schönsten Lieder der Session 2005, Zug der fröhlichen Leute, Köthener Rosenmontagsumzug, Rosenmontagumzug aus Köln und Düsseldorf, Drehscheibe närrisch, der Zoch, Köth, Narrenkappen und Pappennasen. Fasnacht sind wieder Dom für Mainz gemacht, 05er und die Fasnacht sind wieder Dom für Mainz gemacht. Düsseldorf, bunt wie die Welt, Rosenmontag in Eilenburg, heute steppt der Adler, Köller und die Pens aus aller Welt, närrisches aus Franken, Rosenmontag in den WDR-Arkaden 2005. Großartig! Die WDR-Kameraleute filmen sich schon gegenseitig. Ja. Ja? Ja? Die Frage ist, wer hat die Kamera, wer hat das Kölsch und macht es überhaupt einen Unterschied? Ja? Bayern feiern in der närrischen Zeit, Karneval in Köln, Fasching live, TV total, wie er singt und lacht, Stummsitzung 2005, Popclub Karneval Spezial, Rosenmontag in Eilenburg, Kolonie Werwolf und Karneval in Rio als Wiederholung. Ja. Kurze Pause und dann geht's in den Karnevalsdienstag. Rambazamba auf Frankenstraßen, Rio am Rhein, Faszination Fasnacht. Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Fasnacht in Franken, nach Hallamasch. Die Höhner werden 30, haben wir nicht schon gesehen? Nein, das waren die Höhner, die ersten 30 Jahre. Ja, ich wünsche mir die letzten 30 Jahre. Hessen lacht zur Fasnacht. Günter Eilemanns Kamelle aus Kölle Teil 3. Das Hennessy-Theater, Weiß-Blau klingt's am schönsten im Fasching. Alles unter einer Kappe 2005. Franken-Hellau, Schlager-Fasching, Aschermittwoch for One. Köthener Rosenmontagszug und dann ist schon Aschermittwoch-Karneval in Rio als Wiederholung. Oh. Da müsste doch für jeden was dabei sein. Oder? Also allzu viel ist nicht, aber ein bisschen. Ja, genau. Das passt schon. So, jetzt musst du noch ran. Nein, ich muss nicht mehr ran. Guck mal, wie spät wir es haben. Müssen wir wirklich schon aufhören? Ja, wir müssen aufhören. Ganz bestimmt? Ganz, ganz bestimmt. Auch nach der neuen Zeitrechnung? Ja, auch nach der neuen Zeitrechnung. Meine Damen und Herren, kommen Sie gut durch die närrischen Tage. Wenn Sie Karten haben für nächsten Mittwoch, nicht vergessen, da ist das Spiel Deutschland gegen Argentinien. Da sind wir um 23.45 Uhr live auf Sendung im Anschluss an Netzer Delling. Ja.
Wenn Sie Karten für nächsten Mittwoch haben, live 23.45 Uhr hier im Studio. Dankeschön fürs Zuschauen, einen schönen Abend noch. Jetzt kommt die beste Sendung der Welt, Polylux. Bis nächsten Mittwoch. We'll be right back.